So, heute geht's schon weiter mit Mistralia. Ich war noch ein bisschen online, so 20 Stunden oder so. Hab ein bisschen das Couple-Level gelevelt. Und kann ich noch jemanden buffen? Bleibt das da? Nein? Ja, dann eben nicht. Genau, und ich denke mal, das wird uns um einige. Also noch wird es nichts bringen. Ich habe mir mal die ganzen Buffs durchgelesen. Die gehen nicht nur bis Level 21, die gehen weit, die gehen verdammt weit. Hier bis 70. Und im Prinzip alle 10 Level bringt das quasi einen Buff. Das meiste bringt 10%. Ich glaube, die letzten 3 bringen sogar 15% maximal. Und ja, genau. Das war die Kurzversion. Okay, wir haben hier alles Mögliche. Genau, der Vault Buff, der steigt mittlerweile auch ziemlich stark. Wobei die Effekte irgendwie immer noch ein bisschen komisch sind. Die gehen hoch und runter irgendwie, das ist ein bisschen eigenartig. Genau, das Pet habe ich noch hier gedingst. Das Level auch passiv, merke ich gerade, lol. Oder Level ist nur passiv? Wir müssen das Pet einmal rerollen. Ich überlege gerade nur, wie wir es am besten machen. Gibt es hier Rollen? Oh, 10 Mille. Uff. Uff, 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 uff. Ja, ich glaube, wir fahren einfach trotzdem ein bisschen Gigs nebenbei. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das ankommen wird. Ich bin immer so ein paar Folgen voraus. Aber das Ding ist halt, wir müssen halt effektiv. Also, es ist halt kein Server zum Rushen. Wir können hier und werden hier nicht rushen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das heißt, wir werden hier einfach sehr viele Sachen sehr lange Zeit machen. Und ich sehe jetzt eigentlich auch nicht wirklich einen Grund, warum ich das dann halt irgendwie offscreen machen sollte, nur damit das halt dann irgendwie alles super smooth vor dem Video ist. Ich glaube, das ist halt irgendwie auch nicht so das Wahre. Auch nicht wirklich der Sinn der Sache irgendwie. Ja, genau. Das ist jetzt mal so mein Gedanke dazu. Guardian-Waffen. Warte, was habe ich alles? Ich habe jetzt eine Axt, genau. Genau, weg mit dem Stuff hier. Hiss-Waffen. Kann ich schon Hiss-Waffen scrappen? Nee, okay. Level 5, da fehlt noch. Oh, da fehlt gar nicht mehr viel. Ich habe gerade gesehen, so in einem Auge, man braucht den auch noch 1500 EP aufs nächste Level dann. Also, es ist echt ein bisschen komisch. Level 4 braucht 2000 EP, Level 5 braucht 1500 LP. EP. Weiß ich nicht, was da los ist. Aber gut. Wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin, frage ich mich gerade. Ah ja, Party. Okay. Dann haben wir die ganzen Power-Ups hier. Warte mal, unser Pet haben wir noch. Warte, was fehlt? 3000 Attack. Habe ich irgendwas nicht angezogen? Ich krieg Schaden. Warum krieg ich Schaden? Wait a minute. Warte mal, wo ist meine Defen? Hä? Ich bin verwirrt. Hatte ich letztens nicht mit dem Set irgendwie mega viel Def? Hatte ich irgendwas an? Habe ich irgendwas nicht an aktuell? Ich weiß, also ich habe halt jetzt gerade so einige Sachen nicht an und so, aber bringen die so viel Def? Ich glaube nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Hä? Okay, vielleicht haben die aber auch was genervt. Heute kam ein großer Patch und es kann sein, dass dass einfach was genervt wurde. Ist halt, glaube ich, auch irgendwie okay. Uah, ich ändere meine Meinung. Kurz das andere kleine Mob da killen. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Okay, alles bestens. Ich glaube, ein Hiss-Stick, ein Blue. Was ist denn ein Blue Spirit? Okay, was haben wir hier? Cast und Speed. Naja. Wir müssen auch mal schauen, ob wir noch irgendwie was anderes kriegen. Also, genauer gesagt, ob wir noch einen Mount kriegen irgendwie.
Ich weiß nicht genau, wo man die verdienen kann. Aber wahrscheinlich kann man die craften oder so. Oder droppen. Aber das ist nur eine reine Vermutung. Warte, auch meine Crit-Rate ist irgendwie kaputt. Warte mal, irgendwas passt hier nicht. Wir haben ja eigentlich alles an, oder? Bin ich blöd? Bin ich blind? Warte mal, irgendwas passte gerade nicht. Wir haben hier weniger Crit-Rate als letztens, glaube ich, oder? Ach nee, warte mal, die Crit-Rate passt. Crit, warte mal, Attack-Speed. Ah nee, das war die, warte mal, hä? Ich bin gerade komplett verwirrt. Ich bin total verwirrt. Buffs haben wir alle. Wir hatten letztens über 80%. Oder haben wir hier noch irgendwas, was Attack-Speed bringt? Nee. Nee, nichts. Was... Hä? Also jetzt bin ich offiziell verwirrt. Haben die irgendwas verändert? Nee, es gibt irgendwie alles keinen Sinn. Oh! Genau das, was wir brauchen. Genau das, was ich wollte, genau das, was wir brauchen. Und ein Hiss-Sword. Und ein Hiss-Big-Sword. Nice. Okay, die MP-Kette kann ich einfach weg. Das skaliert gut. Nice. So, damit haben wir wie viele Teile? Wir haben ja 2 Vita-Teile. 3, 4, 5, 6, 7 Teile. 7 Teile bringen uns schon einen HP-Effekt. Also 8. Ne, bringen wir nicht einen HP-Effekt, sondern einen Def-Effekt. 9 Teile bräuchten wir. Das heißt, eigentlich 2 Vita-Ringe noch. Und dann, glaube ich, könnten wir vielleicht sogar Evilus packen. Beziehungsweise wir könnten Evilus sogar jetzt schon packen, fällt mir ein. Denn ich habe gehört, man kann jetzt auch diese Ringe craften. Und damit haben wir natürlich dann schon einen schon Vorteil. Beziehungsweise wir können halt einfach dann endlich mal fooden. Das mit dem Fooden war halt einfach so die größte Problematik immer. Und ja, genau. Warum wollte ich Level 5 erreichen? Ich wollte Level 5... Was war mein Gedanke? Warum wollte ich Level 5 sein? Okay, natürlich obviously, wir wollen den ganzen Shit scrappen, den wir nicht mehr brauchen. Klar. Aber ich hatte doch bestimmt noch einen anderen Grund, Level 5 zu werden, oder? Oh, Guardian Yu-Gi-Oh. Nice. Haha. Not today, bitch. Was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas craften. War das Schmuck? Oder was? Nee, hier. Crafting. Gems. Was war denn Gems? Nee, das waren Gems. Glyphen. Oh, wir können ja Glyphen craften. Oh. Wait, what? Nee, ich will was anderes. Healing Amplification. Warte mal, einer hat mir angeboten, mir eine Lifesteal-Glyphe zu craften. Die Frage ist, was ist das für eine? Item Piece Drop Rate. Nee. Warte mal, was braucht denn sich überhaupt alles? Ich glaube, das ist teuer alles, oder? Pinia-Rate. Ja, gut, machbar. XP. Es gibt so viel Stuff. Was ist HP Recovery? Wahrscheinlich nach dem Kill, oder? Ach nee, warte mal. Hey. Ja, come on. Ist Soul Legion hier? Oh. Warte mal, was? So einfach? Nee, oder? Das kann es nicht sein. Okay, Level 5. Warte mal, Druide? Nein, wir sind kein Druide. Fuck. Ich hätte es annehmen sollen. Ich hätte das Angebot annehmen sollen. Shit. Okay, also ich glaube, Druide und Blacksmith scheinen zumindest aktuell wirklich so die nützlichsten Klassen zu sein. Vielleicht nicht, also ich kann die andere Klasse noch nicht gut genug, aber der Druide kann natürlich auch Food craften und so weiter, von dem her. Naja. Weapons, kann ich Hisswaffe. Ja, ich meine so ein 101-Knuckle wäre natürlich schon geil. Also so einen richtigen 101-Knuckle, was haben wir letztens gesehen? Den
müssen lenken. Den da. Boah, der war schon geil. 20 ist der, 8% Kritrate. Das wär's. Ist hier jemand wirklich noch, ist hier generell noch jemand anderes am Gicken? Gibt's ja gar nicht. Nee, hier ist der Gick. Genau, ja, halt die Rüstung und so, das haben wir eh schon gesagt. Das werden wir auf alle Fälle machen. Ja, das kommt so bald. 75er Rüstung natürlich auch ein Traum. Ich meine, schau das Ding mal an. Das ist halt einfach nur geil. Ansonsten halt das HP-Set. Ja, das HP-Set wäre auch einfach nur geil. Okay, was habe ich gerade ein Schwert damit gehabt? Immerhin etwas. Wir können auch schon mal anfangen. Können wir alles scrappen? Eigentlich können wir alles scrappen, oder? Ja, eigentlich schon. Kurz mal schauen noch mit. Ah, Gig. So, rein damit. Recycling-Eimer hier, da haben wir nichts, haben wir hier was, haben wir auch nichts. Da haben wir definitiv was. Wait, wo ist das andere Zeug wieder? Nochmal Guardian Sword. Oh, sogar ein blau, grün. Yo, der Effekt. Haben wir 10 Decks, 52 HP. Das bringt 11 Decks, 5 STR, also 1 Decks, 5 STR, 5 STA, 1% PvE-Schaden und 25 HP mehr. Das ist nicht OP, aber ich finde es halt cool. Was ist das hier? Ne, das machen wir nicht. Guardian Dust, hier, raus damit. Fast haben wir es, 400 EP nur noch. Das schaffen wir heute. Trust me. Wo die anderen Dinge jetzt zu scrappen kostet, muss man Level 11 sein? 15, 20, oder das ist maximal Level. Saka Crystal. Ah ja, und Saka Waffen gibt es ja auch noch, stimmt. Ich glaube, was braucht man generell, um die zu bauen eigentlich? Hast du gerade nichts getroppt? Wirklich gar nichts? Wow. Angenommen, wir wollen uns eine Lusaka-Waffe bauen. So, wir sind jetzt hier krass und wir sagen einfach so Special Weapon. Was ist eine Special Weapon? Ah, das Menü regt mich auf. Angel. Ah ne. His Legendary Bloody. Lusaka-Waffen ist hier. Das heißt, wir müssen das Ding ja trotzdem schaffen. Mhm. Luminous Fist. Boah, die Effekte. Und Ulti. Das ist halt schon heftig. Was ist hier? Mystical Might. Ist das nicht das Set, was ich hier gerade habe? Glaub schon. So, haben wir irgendwie den Boss. Hier ist der Boss. Da geht's natürlich dann schon ab. Definitiv. Dann bräuchte ich natürlich dieses komische Herz da, aber ich glaube, was brauchen wir denn für Wilds? Ja, ich meine, Wilds fährt man dann mit dem Jester am besten. Solo ist da irgendwie sogar machbar, bis Level 80. Ne, 85. Uff. Aber wie mache ich denn damit Level 85? Also, boah. Also ja gut, er macht nicht so viel Damage, aber man sollte ja so viel AP haben, glaube ich. Das heißt, es kann jetzt natürlich schon sein, dass es damit machbar ist. Aber ich glaube, angenehm wird es auch nicht. Also ich schätze mal, es wird nicht angenehm. Denn was macht er? Was macht normal 7k Damage, glaube ich, oder? Oder 15k Damage? Nee, 7k Damage gleich pro Hit. Wenn er es jetzt hier wieder macht. Es ist halt eigentlich nur eine Frage des Foodens, effektiv. Wo ist der Channel Switch beim Ringmaster? Ich finde nicht. Adder? Nee. Hier.
Ich weiß nicht, wegen Treuer-Skill und so weiter. Wird wahrscheinlich so nicht klappen. Ich glaube, der ist auch nicht genderübergreifend, oder? Ich glaube nicht. So, gut, weiter geht's. Crafting-System. Nehmen wir schon ein bisschen wieder craften, beziehungsweise recyceln. So, runterscrollen. Guardian, was haben wir hier? Mystical Mighty. Können wir, glaube ich, nutzen oder brauchen. Ne, haben wir sogar schon. Ach, Mercenary, okay. Na gut. So, raus mit dem Zeug hier. Also wir machen das Ganze ja nicht nur jetzt hier für die Level natürlich auch, sondern für die Schmuckteile. Wir brauchen halt immer noch zwei Schmuckteile. Wir haben hier 5, 6, 7, 8. Wait, wir haben 8 Teile. Oder? Wir haben dann... Haben wir 8 Teile? Haben wir 8 Teile? Ne, wir haben keine 8 Teile, oder? Habe ich gerade mein Guardian Knuckle gescrapped? Mystical Mighty Assist. Mystical Mighty, Mystical. Oh shit, ich glaube, ich habe meinen Guardian Knuckle gescrapped. Und wie ich den gescrapped habe. Warte, habe ich echt den besseren gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe nicht. Oder hoffe schon. Ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Nee, den besseren könnte ich gar nicht scrappen. Wenn, habe ich den schlechten gescrapped. Wenn. Uff. Das ist zwar jetzt auch nicht toll, aber es ist halt noch nicht so dramatisch. Weapons. Special Guardian Weapons. Guardian. Was haben wir hier gedroppt? Was haben wir gerade erst gedroppt? Wir haben. Oh, wir haben den Vita-Ring gedroppt. Oder? Haben wir, ja, ich glaube, einen Vita-Ring haben wir gedroppt. Super. Warte mal, Treue-Level up. Der 10 XP, okay. Jetzt passiert ja ganz viel. Wir haben hier einen Dex-Ring. Dex-Ring brauchen wir nicht. Ein Death-Ring, das ist schon mal sehr gut. Den brauchen wir definitiv. Was haben wir noch alles? Dex. Und einen Mystical Mighty, einen Damage-Ring. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Damit haben wir jetzt mit 3 Teile, 4. Also jetzt haben wir definitiv 8 Teile. Und den Knuckle. Wir können doch so einen Knuckle craften, what the fuck? Bin ich jetzt... Habe ich den damals noch nicht gecraftet? Bin ich jetzt echt blöd? Warum sollte ich diesen Knuckle nicht gecraftet haben? Kann ich doch craften, oder? Ich hab doch alles. Hä? Ich bin total verwirrt. Jetzt warte mal. Knuckle. Nee, hier ist keiner. Hier ist definitiv keiner. Bin ich einfach nicht hier? Nee. Die endgültige Verwirrung setzt gerade einfach ein. Also ich kann mir diesen Nagel craften. Warum habe ich den nicht gecraftet? Habe ich nicht einen mal getragen zwischendurch? The fuck? Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, wo der hin ist? Also wenn es eine normale war, okay, kein Ding. Dann ist verständlich. Dann habe ich ihn einfach gescrapped. Aber ich hätte schwören können, das wäre der hier gewesen, den ich gehabt habe. Aber scheinbar nicht. Krass. Also ich bin wirklich so ein bisschen für mich selbst irgendwie schockiert. Ha. Ich dachte mir, ich hätte... Ja, scheinbar täusche ich mich. Oh, ein STA-Ring. Wir sind fast komplett. Oh, und eine coole Gartenaxt. Wir haben jetzt... uns fehlt nur noch ein Earring. Dann sind wir komplett. Ja, geil. Okay, das ist gut genug, glaube ich, oder? Es dürfte gut genug sein. Das ganze Chaos hier stört mich gerade extremst. Wir müssen echt mal ein bisschen aufräumen hier. So, Recycling. Erstmal weg mit dem ganzen Shit hier. Was ist das denn? Das ist ein Heavy Shield.
So, hier haben wir auch wieder unfassbar viel Stuff. Das können wirklich Scrap, man muss ein bisschen mehr drauf achten. 1327. Mhm. So, dann gehen wir mal direkt weiter und craften uns jetzt mal so ein. Also, ich bin schon hier drin. Wir craften uns eine Waffe. Ah, ich glaube, ich wollte mir einen Hissknuckle craften, kann das sein? Habe ich das? Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich wollte es vielleicht. Weapons hier. Guardian Special Weapons. Mystical Vita, Knuckle. So, wir brauchen hier Blueprint Guardian Weapons. Blueprint Unique Guardian Weapons. Okay. So, einmal. So, HP in HP. Bla bla bla. Craft. Daran lag's. Daran lag's. Scheiße. Okay. Also ich hatte jetzt scheinbar noch keinen. Okay, gut zu wissen. Ja gut, macht nichts. Das gehen wir trotzdem. Jetzt fahren wir einmal noch in diesen unaussprechlichen Dungeon. Und dann sollten wir eigentlich ganz gut aufgestellt sein, glaube ich. Weil ich sagen muss, es wäre natürlich sinnvoll, dass wir noch, wenn wir noch GT hätten. Nee, beziehungsweise wir brauchen generell eigentlich alle Buffs, merke ich gerade. Also je nachdem, was wir jetzt farmen wollen, aber wir brauchen eigentlich generell alle Buffs. Irgendwie ist der Schaden niedriger. Okay, es fehlen ja gerade aktuell auch Power-Ups und so, das kann schon sein. Wir hätten unsere Pet rerollen sollen. Fuck. Paar MP-Tränke. Aber ja doch, Gicken farmt sich ja trotzdem relativ viel Geld eigentlich. Genau, ja gut, ich meine, wir werden jetzt sowieso Level 5 super schnell erreichen. Genau. Ich glaube, wir brauchen auch, auch gar nicht mal alle Buffs. Ich glaube, es sollte, also ich meine natürlich mit allen Buffs wäre es um einiges sinnvoller oder um einiges entspannter. Ja, wir sollten trotzdem nicht alle brauchen eigentlich. Gut, ich meine, GT wäre halt geil, aber ich müsste einen Ringmaster für leveln. Das ist halt dann eher was ich glaube ich offscreen machen würde. Mystical wieder, habe ich doch schon, glaube ich, oder? Mystical Mighty. Mystical Mighty. Nee, brauche ich nicht. Ah, hier, oh, mein Pet war schon wieder am Chillen, nice. Komm, sammle alles ein. Okay. Dann nächstes hier mal weiter. Haben wir noch nicht Level 5 erreicht? Wäre auch langweilig irgendwie. So. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich viel weniger Damage als gestern. Also ich habe auch gestern, glaube ich, keinen. Also, für euch gestern. Warte mal überlegen. Ja, für euch gestern. Ich habe natürlich jetzt gerade nicht alle Power-Ups an. Also nicht mal viele, oder gar keine Power-Ups an. Aber ich habe gestern auch jetzt nicht so viel eigentlich an. Deswegen bin ich gerade irgendwie schon ein bisschen verwundert. Was gerade anders ist. So, let's go. Blacksmith 5, nice. Super, jetzt haben wir, glaube ich, einen großen Ding erreicht. Ich glaube, nach diesem Run hier werden wir um einiges stärker sein. Kann man eben, wie gesagt, diesen Knuckle craften und erwecken dann. Und was bringen hier die letzten zwei Effekte? XP brauchen. Okay, 500 HP. Ja, 500 HP wären schon noch geil. Wenn wir ein bisschen was sockeln können und so, dann wäre das schon nett eigentlich. Hm.
zockeln. Ich überlege gerade, haben wir Karten dafür? Ah ja, wir haben Karten. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst mache. Erst weg oder erst zockeln? Schwer zu sagen, irgendwie. Ach ja, by the way, die haben einen neuen Server und der macht sich wirklich richtig gut. Also die Performance aktuell, die ist richtig angenehm. Auch der Login allein schon, der ist ja wirklich richtig flott und richtig fix und so. Das macht so einiges mehr Spaß als vorher. Und auch das AOE-Cast ist irgendwie besser. Vielleicht war es vorher gar nicht mehr irgendwie ein Bug oder so, sondern einfach die Performance. Wir brauchen Teile sowieso, wir müssen sowieso super viel scrappen und leveln und whatever. Von dem her, das macht eigentlich gerade aktuell keinen Unterschied. Beziehungsweise wir brauchen es halt so oder so. Warte mal, ich habe hier noch. Warte mal. Oh, wir sind ja komplett. Wir haben alle Teile. Wir haben legit alle Teile. Ja, wir haben alle Effekte, super. Ja, perfekt. Besser geht nicht mehr. Okay, damit bin ich jetzt aber echt gespannt, wie das läuft. Also damit müssten wir doch eigentlich... Also Evilus müssten wir damit doch eigentlich packen, oder? HP, Def, Blockrad... Alleine Blockrad ist, glaube ich, schon krass. Ich würde es nicht zu selbstsicher sein, weil... Es fällt mir wieder auf die Füße. Aber... Ich denke, das sollte laufen. Es muss halt einfach laufen. Ich meine... Ja. Es muss einfach. So, come on, stirb jetzt endlich. Ich will meinen Knuckle craften hier. Ja, nice, hat sich gelohnt. Und ab geht's. Und dann müssen wir jetzt auch erstmal alles aussortieren. Ich habe gerade überlegt, ob ich das offscreen mache, aber warum immer offscreen? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Dann bin ich hier. Hey, warum? Ah, nee, okay. Andersrum. So, Recycling, raus damit. Oh mein Gott, das dauert ewig. Okay, so, weiter geht's. Was haben wir noch? Alles haben wir noch. Guardian-Waffen haben wir nicht. Hier haben wir auch nichts. Hiss-Waffen können wir. Jetzt, oh, wir können Hiss-Waffen scrappen. Müssen wir nichts aufpassen. Dass wir nicht zu viel scrappen. Den Knuckle behalten wir auf alle Fälle. Der Stick ist nicht wichtig. Der Rest ist auch nicht wichtig, oder? Was geben die, wenn wir die scrappen? 75 EP, die haben nur 50 gebracht, okay. Genau. Raus damit. Uhuhu. Okay, sortieren. Jetzt geht's weiter. Was können wir als nächstes scrappen? Wir können noch den Schmuck scrappen, den besseren? Fragezeichen. Level 3, warte, wir hätten die schon ganz scrappen können. Wow. Okay, oh Gott. Wie viel kostet ein Inventory Bag? Ah, ja, nice, okay. Ach, einen Tag nur? Ah, okay. Das ist aber nervig. Na gut. Wir brauchen. Das Ding. Warte, warum geht es nicht auf 2? Warte mal. Okay. Das Ding brauchen wir. Das Ding brauchen wir. Dex brauchen wir nicht. Das Ding brauchen wir. Wobei haben wir eigentlich einmal? Egal. SCA brauchen wir. Ist das der ganze Schmuck, den wir da haben? Okay. Dann haben wir den Rest weg. 100 EP gibt das Ganze. Was haben wir jetzt hier? Int, Dex. Okay. Raus damit. Okay. Schaut schon mal gut aus. Und jetzt kommt das ganz große Ding. Und oh, wie ich das jetzt schon hasse. Also, einmal das Schild fürs 101. Jetzt brauchen wir noch das Schild, was wir täglich nutzen. Dieses hier. Stopp, wir können
Nee, können wir nicht. Wir haben nur eins davon. Mercenary Assist. Assist ein für Damage. Mein. Assist für Damage haben wir zwei. Einfach zum Erwecken behalten wir noch ein bisschen mehr. Springt halt eigentlich nichts, weil... Oder spielt man... Nee, in welcher Welt spielt man dann Mercenary mit? Nee, einfach nee. Genau, so, dann können wir... Was können wir noch alles behalten? Was müssen wir noch alles behalten? Ach so, unser HP-Satz sollten wir behalten vielleicht. Einmal. Und zweimal. Können wir irgendwie... Dreimal, was fehlt noch? Boots. Hier haben wir Boots. Okay, was haben wir jetzt noch? Wir haben, warte mal, hier mal unser. Ist das unser 101-Set? Mystical Mighty, genau, das ist tatsächlich unser 101-Set. Da wollen wir vielleicht noch einen Knight machen, das heißt, wir brauchen noch einen Mystical Vita einmal, Mystical Vita zweimal. Mystical Vita dreimal. Was fehlt noch? Suit fehlt noch. Suit haben wir keine. Nice. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ne, ich habe nichts vergessen. Okay. Na dann, ich muss sagen, let's go. Es gibt das 55 EP. Oh, schau mal den ganzen Shit an, den wir haben. Okay, ich pausiere so lange, damit wir nicht so lange so viel Zeit verschwenden. Und wir haben schon Level 6 erreicht. Und wir haben Level 7 erreicht. Und das Ganze war's dann auch. Okay, wir haben 2 Level-Ups gemacht, einfach nur weil wir was gescrapped haben. Das ist natürlich schon heftig. So, wo haben wir jetzt Schilder? Schilder. Hä? Unter was fallen Schilder? Tja, Moment, wir haben es bestimmt gleich. Nee. Hä? Das ist doch bestimmt wieder irgendwo versteckt, oder? Wo zur Hölle sind Schilde? Und wir haben nur einmal Recycling. WTF, bin ich jetzt blind oder blöd? The fuck? Jewelry? Da ist es bestimmt nicht. Da ist es auch nicht. Da ist es mit drin. Wow. Nee, warte mal, stopp. Oder? Warte mal, was kriegen wir raus? Doch, das kriegen wir raus, okay. Kalzit kriegen wir raus. Das heißt, wir können auch diese ganzen Sachen da craften. Okay. Weg damit. Witzig. Okay, gut. Nicht weg damit. Jetzt können wir unsere Waffe noch craften. Das ist vielleicht auch nützlich. Blacksmith. Armor Weapon. So, jetzt komm, let's go. Guardian Knuckle, Mystical Vita, Guardian Knuckle. Let's go. So, zack. Jetzt haben wir das Ding. Okay. Dann will ich noch. Wie kann ich mal erwecken? / awake. Okay, wir wollen STA im Prinzip. Ey, ich hasse dieses Spiel. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hasse es einfach nur noch. Breeze hockt doch gerade bestimmt da und denkt sich so: Ja, dem geben wir jetzt erst 17% Crit-Schaden. Warum kriege ich hier drauf jetzt 17% Crit-Schaden, Mann? Ich hasse dieses Spiel abgrundtief. Aber ich kann es doch jetzt nicht lassen, oder? Soll ich das lassen? Ich kann es auch nicht wegmachen. Purer Hass. Jetzt, ich ziehe jetzt meinen ganzen Scheiß hier an. So, 15,4 KP.
Wir haben jetzt 5 Teile an. Damit haben wir noch nicht den krassen Effekt. Mystical Vita haben wir hier. So, Knuckle. Boom, 17 KHP. Damit haben wir schon die 20 STR und noch ein paar mehr STR dazu. 1500 Def, okay. So, 1, 2, 3, 4. 19,3 KHP. Mm-hmm. 10 von 11. Warum steht eigentlich 10 von 11, wenn es so 10 Teile gibt? Naja. Warte mal, wir haben noch ein... Was ist 11 von 11? 11 von 11 hat keinen Effekt mehr, oder? Okay. Haben wir natürlich noch das Schild mit unserer coolen Crit-Schadenerweckung. Und wir sogar HP verlieren, was einfach besser ist. Was gewinnt, ist einfach Crit-Damage. Okay. 19.000 HP haben wir jetzt. 19.000 HP ist gut, aber unsere Attack-Rate ist so im Keller. Ich meine, 18% Crit-Schaden drauf zu haben, ist auch nett. Na, Crit-Rate fehlt ja komplett einfach. Boah, okay, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen tricky. Also wir haben halt wirklich nichts, was uns Damage bringt. Crafting, Blacksmith, Wasser können wir noch craften? Umhänge könnten wir craften, oder? Genau. Das Ding kann man noch kaufen wahrscheinlich, oder? Nee. Wo kriegt man dieses Ding schon wieder her? Wow, warte mal. Bloody Cloak? Ich weiß nicht, ob das schon... Nee, ich glaube, das ist nicht in unserer Liga. Ich glaube, das ist auch nicht in unserer Liga, kann das sein? 24, okay, das ist alles nicht in unserer Liga. Masken auch nicht. Gems brauchen wir nicht. Pets auch nicht. Schild, wir könnten uns noch ein Schild craften, das dann erwecken oder so. Wait, was ist das denn jetzt? Warum die so ein krasses Schild? Ach ne, haben wir auch, nevermind. Genau, das Ding haben wir hier. Warte mal, können wir uns, was ist ein Mighty Shield? Können wir uns das craften? Das ist Level, warte mal, 75, was brauchen wir dafür? Level 1 erstellt zum Level... Oh, wait. Jetzt warte mal ganz kurz. Wir haben hier... Warte, was ist das hier? Ein Mystical... Vitra-Schild brauchen wir, genau. Wie viel haben wir davon? 1 oder 2, glaube ich sogar. Wir haben davon nur 1. Wo ist es gerade hin? Wo ist gerade das Schild hin? Habe ich das gerade nicht in der Hand gehabt? Ach, der meint, es wird schon angezeigt da drin. Oder? Hä? Warte mal, ich bin verwirrt. Ach, das ist... Okay. Ach, es hat einen Effekt drauf. Uff. Das ist 150 HP. Das hat 350 HP um viel mehr DAF. Ein bisschen mehr DAF. Könnten wir machen. Könnten wir wagen. Und ich glaube, das machen wir auch, oder? Das machen wir. Was hat das? Das ist hier Mystical Vita und das ist Mystical Vitra. Ja, komm, let's go. Ja, kostet ja nichts. Ist ja easy. Warum geht's nicht? Scheiße, ich war's verkackt. Fuck. 7,5. Armor, Shields 75. So, wird immer teurer. Nice. Ja. Nochmal 15 Millionen. Klar, wir haben noch das Geld. 50? Warum nicht so wenig? Ging es gerade alles fürs andere Ding drauf? Shit. Gut, Geldverschwendung 10.0.
Wir müssen das Ding ein bisschen sockeln. Und ich bin todmüde, ich muss unbedingt gleich ins Bett gehen. So, einmal so, einmal so. Warum kann ich nicht sockeln? Ach so. Gib mir einfach zwei Sockel. Okay, der ein Sockel wäre auch cool. Ja, okay, ich bin zufrieden. So, dann einmal hier rein damit. Allstats 3. Nee. Okay, 19,8 KHP. Okay, so vier Sockel würden so wirklich richtig viel bringen. Aber das passt. Aber 1800 Attacke momentan. Wir können noch ein bisschen mehr machen da. Warte mal, können wir nicht? Können wir nicht? Warum? Warum kann ich alles abmachen, aber den Rest nicht? Okay, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.